Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier im Community-Projekt mit den Hirschen. Und heute Abend dabei Bernie, Daniel, Jockel, Markus, Micha, Tom und Sascha. Hallo zusammen. Hallo. 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 Und der Sebastian hängt hier auch noch rum. Grüße. Mich wird sogar separat erwähnt. Oh mein Gott. Naja, ist... Ein alteingesessenes Mitglied muss ja auch irgendwann muss er auch mal was haben. Oh, damit habe ich das verdient. Und direkt wieder kaputt gemacht. Die Hirsche haben die letzten Tage tatsächlich schon gearbeitet, immer wieder. Ihr habt jetzt tatsächlich einen Tag die Woche, wo ihr regelmäßig spielt, ne? Mhm. Ja. Ja. So, und das Schöne ist, liebe Zuschauer, die haben richtig Kohle zusammengescheffelt und wir geben das heute Abend aus. Mhm. Laut. Nee, mach du mal. Gib du mal aus. Ich fahre irgendwas wohin, wo du das ausgibst. Ja. So, wir kaufen uns einen richtig schönen 10,50. Aber das, ich habe gerade die Hirsche gemutet, die kriegen das nicht mit, ich jetzt sag, ne? Also ich kaufe dann schnell was. Kauf mal. Was Kleines, Günstiges. Damit das Geld unter die 10, unter den Kosten von dem 10,50 fällt, meinst du? Ja. Ja, ist ein guter Plan. Gekauft. Ich fahre da mal hin, ne? Ja, ich suche so einen Rapsfahrer. Also ich habe Raps im LKW. Mhm, passt. Und wie ist das so? Habt ihr euch eingegroovt hier mit den Hirschen in den letzten Wochen? Klar. Klar. Ja, ich guck mal, es sind noch alle da. Es hat noch keine Säge gestrichen. Ja, die haben zu viel Arbeit. Total fokussiert. Total fokussiert. Das ist nicht selbstverständlich, versteht ihr nicht falsch. Das ist, Leute zusammenzuschmeißen in einen Topf, die sie nicht kennen, das ist schon. Aber wir kennen uns doch schon. Ja, das stimmt. So langsam. Außerdem sind wir da tatsächlich in einem Alter, wo man auch so ein bisschen entspannter der Wege gehen kann, ne? Ja, gut, aber Teamfindungsphasen hast du immer. Das ist so, ja. Aber nicht so stark. Beziehungsweise es kann die Auswirkungen können abgefedert werden. Aber durch die Phase musst du durch, das ist so. Wir sind halt auch in der Watschebäuschen-Phase, ne? Das ändert sich gleich, wenn der Tom nicht endlich da von der Mauer runterkommt! Was? Der ist schon wieder am Geld ausgeben. Ich gebe überhaupt nichts aus. Du gibst aus. Ja, klar. Wo musst du denn hin hier eigentlich mit dem Raps? Ich weiß aber, sag mal, kann das sein, dass das gerade gesperrt ist? Nein. Ach, das ist der Verkaufspunkt hier. Rechts dran vorbei. Rechts dran vorbei. Blü. Ich hätte direkt den Verkaufspunkt gegeben, mal gut, dass der gesperrt ist. Ja. Das passiert öfters, wenn man mal. So, hier vorne ist er. Ah. Ein Zahnrad bedeutet, da geht was. Jo. So. Mir fehlt noch was zum Kaufen. Zum Mieten. Wir müssen ja nicht unnötig Geld ausgeben. So, hier, habe ich gerade gesehen, auf Feld 79, ne? Habe ich gesagt, dass 79 der beste Jahrgang ist? ja. Kann ich nur zustimmen. Ja, ich weiß. Aus Prinzip widerspreche ich da. Ja, ich wollte gerade sagen, ne, wo ich weiß, wie der Jahrgang 78 ist, ist natürlich schon noch der viel besser. Hm. Ich sag nichts, ich bin der 77er. Das sehe ich jetzt erst. Wusstest du, dass die Klappe hinten bei dem Randon-Trailer mitwippt? Nö. Ja, guck mal. Pass mal auf, ich mach nochmal auf. Muss ich mal angucken, das ist der Hammer. Das gibt's auch tatsächlich selten. Cool. Hammer, ne? Ja. Ja. So. Ne, ich muss jetzt ein bisschen den Abend mit verbringen, mir die Klappe anzugucken. So. Wo ist denn dieser? Ich bringe den wieder zurück zum Hof, ne? Oder brauchen wir den hier? Ne, brauchen wir nicht, ne? Ne, braucht man nicht mehr, danke. Auch hier mal ein Abfahrer.
So. Ich dünge. Muss kein Ding. Da brauchst du selten Abfahrer für, ne? Das stimmt. Ja, dann wäre ziemlich dekadent, sich da einen Abfahrer ins Feld hinzustellen. Ja. Ach, aber vielleicht einen, der Material bringt. Das Material ist flotten. Der Tom hat mir ja schon den Überladewagen hergestellt. Ja, so einen hirschifizierten. Ja, hervorragend. Ja, wenn dann nur das Beste. Ja. Schickt mich mit so einem 24 Meter breiten Düngerstreuer aufs größte Feld und... Wieso tust du nicht auf 45 hoch dran? Ja. Und warum hängst du nicht gleich den warum hängst du den Düngerstreuer nicht vorne hin und den Überladewagen hinten dran? Dann brauchst du nämlich gar nicht an die Seite fahren und nachfüllen. Dir ist schon klar, dass ich mit hier Unimog fahre, ne? Ja. Und hier auf der Seite bin, wo die Berge sind. Ja, Sebastian, wie realistisch ist das denn? Ja, aber echt. Hallo, von wem hab ich's? Von wem hab ich's? Hä? Weißt du? Ja, weil du bist so der Realismus-Fanatiker. Ja. Bloß weil ich realistisch spiele, heißt so lange, dass ich nicht weiß, wie man die Spielmechanik ausnutzt. Das ist richtig. So. Aber das tun wir hier nicht. Wir spielen hier ordentlich. Gerade ich spiele immer realistisch. Könnte einer dem Sebastian wirklich auch rückklopfen, der verschluckt sich gerade. Hier steht auch ein Drescher. Ach ne, der wird schon abgetankt, ich sehe gerade. Das ist unser neuer übrigens. Habt ihr echt ein Lexion gekauft? Ja klar. Wir haben so ein paar Upgrades vorgenommen. Na, der Rostelmarsch musste leider weichen. Euch geht das ja zu gut hier, ne? Ja, Mario glaubt schon wirklich, dass wir in diesen ganzen Tagen nur 500.000 gemacht haben. Ach, ups. Da haben wir schon 500.000 auf den Kopf gestellt in der Zeit. Das scheint so. Mhm. Nur das große Gerät hier am Start, ey, guck dir das an. Das ist ja unglaublich. Und ich fahre mit dem Unimog. Und du fährst mit dem Unimog dadurch, du armer Kerl. Das ist die Strafe, dass ich nicht immer da war. Ach so, ja. Da bin ich ja froh, dass ich den Beta-Bild hier gekapert habe. Ja, Tom, da musst du. Ja, so weit ausholen musst du auch nicht. Sah das so dramatisch aus? Nein. Ganz ehrlich, nicht. Aber nee. Das muss nur Respekt gewinnen. Ach so. Noch ein Stück weiter und du wärst auf der anderen Seite um den Wald rumgefahren. Naja, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Nee. Aber wir müssen noch Energiepellets auffüllen. Sonst ja, pass mal auf. Da habe ich ja so ein. Ich habe ja ein Peterbilt mit einem Anhänger, da könnte ich ja da hinfahren, einladen und die Energiepellets rüberfahren, oder? Das Problem ist, da Andreas. Ach, das geht nur mit der. Ja, mit dem Silo. Mit dem Wechselbrückensilo. Ich erinnere mich, ja. Ich bringe gerade. Ich habe eine gemietet. Mit Düngerschlauch. Und dann werden wir gleich zwei auf einmal einladen, weil der andere steht schon drüben bereit. Aber ohne Düngerschlauch. Also. Und den braucht man für das Kraftwerk. Habt ihr denn das Problem mit den Schweinen gelöst, mit beziehungsweise dem... Ja, ich hab das, was der Andreas letztes Mal gesagt hat, mit dem... Big Pack. Big Pack, ja. Hab ich das gemacht, aber ich konnte es leider nicht ausladen. Aus dem Ding, also habe ich es gekauft, 2000 Liter. Ich fahre am Shop vorbei. Und hab das so aufgefüllt. Und den anderen haben wir entladen und jetzt steht er schon drüben bereit zu beladen für Energiepellets. Bernie? Ja? Komm mal bei mich bei. Kannst du den Trecker da stehen lassen? Und denk dran, wo es nicht glatt ist, kann man rennen. Füße berühren den Boden nur zur Richtungsänderung. So sieht das aus. Es sieht noch sehr gemächlich aus. Oh oh. So, guck dir das mal an hier. Sorry. Ja, das
Geht aber nicht wieder aus. Warum nicht? Weil das Schweinekraftfutter ist und die Schweine das nicht annehmen. Aber, mein Gutster, er gibt ja einen Besen, ne? Aber der ist nicht hier. Was sagt ihr das? Auftrag erkannt, Ausführung. Weißt du, wir haben ein paar Wochen nicht hier, das ist alles verlottert. Ich weiß auch, ich habe gedacht, der Tom hätte das im Griff, aber es sieht aus wie bei Hempels. Und hier ist auch noch die ganze Schaufel voll Schweinekraftfutter. Junge, Junge, Junge. Bernie, Bernie, Bernie. Aber wenigstens ist mal. Aber sag mal, ihr habt das Big Pack-System und da ist das Hot-Logo drauf und nicht das Hirschfeld-Logo. Was ist denn da los? Wir können nicht ändern. Ist alles kaputt. Ist alles kaputt. Wir müssen doch mal neu anfangen. So, und hier in. Bernie, bist du noch hier? Muss ich dann mal weg. Der sitzt hier gut, der hat sich irgendwo verkrochen. So. Vor dir. Wo ist denn hier der nächste auf dem Hof, den ich zusammenfalten kann? Bei den Pferden stehen die Türen weit auf. Ey, ganz ehrlich, die Gondel. Die Frischluft. Das kann doch keiner bezahlen, wenn die weglaufen. Bist du wieder auf Krawall gebürstet? Ja, ich muss mal hier ein bisschen klar Schiff machen. Im Silo liegt das Zeug auch rum. Ich hatte schon erwähnt, dass ich die letzten Freitage nicht dabei war. Also ich muss auch sagen, wenn Sebastian uns besucht hat, war bessere Stimmung. So, jetzt hast du Salat. Ja, weil der nicht auf dem Hof hier war, der hat sich da nicht angeguckt. Wisst ihr, was los wäre, wenn der Sebastian hier auf dem Hof wäre? Da würdet ihr euch wünschen, dass er nur im Chat dabei ist. Mann. Komm, ich mache hier irgendwas Sinnvolles vielleicht mal. Mario? Ja, bitte? Ich brauche einen Experten am Shop. Ja, pass auf. Was soll ich dir kaufen? Sag es einfach. Ich brauche einen Drehschimmel-Experten. Ach so, kein Problem. Da bin ich genau der richtige Mann. Ah, pass auf. Ich weiß, was du willst. Guck mal hier, der Heinrich hier, der guckt auch zu. Da bleibt er mittendrin stehen. Ich kann dir immer empfehlen, das mit dem die Drehschimmel vorne anzuhängen. Ich glaube, der Trick ist einfach langsam machen. Langsam und leichte Lenkbewegungen. Das ist auch richtig. Der Trick ist, keinen Drehschimmel zu kaufen. Ja, das doch, Problem ist, ich muss kaufen. Das ist das Problem, weil nur der Drehschimmel hinter dem anderen hier geht. Naja, du kannst theoretisch den LKW dazu kaufen, das ging ja auch. Ja, so gut geht's uns jetzt auch noch nicht. Ach so. Bis nächste Mal. Naja, wobei, gut. Im Vorwärtsfahren ist ein Drehschemel unheimlich wendig und auf kleinen Höfen weiß ich den mittlerweile sehr zu schätzen. Das ist auch so. So, hast du das jetzt gesehen? Ja. Du hast das doch nur gemacht, damit ich toll aussehe vor den Zuschauern, oder? Ja. Ja. Natürlich kann der das alleine. Wir können uns ja alle mal treffen und gucken, was er jetzt gelernt hat. Nee, danke. LZK. So. Wolltest du halt wohin fahren? Ja, wahrscheinlich, ne? Zum Pelletwerk und dann hole ich dich wieder. Ja, was mach ich denn so lang? Den Düngeschlauch habe ich hier gehängt, oder? Ja. Könnt ihr nochmal, ich könnte auch nochmal das Feld mähen oder sowas. Du. Ach, 75 ist auch reif. Was ist denn auf der 75? Mohn. Das so, ist für einen späteren Zeitpunkt gedacht. Ihr habt sogar die 81? Die 81 ist ein Ernteauftrag. Ach, deswegen blinkt der so. Ja. Ja, ich habe gerade gedacht, weil die nämlich auch in unserer Farbe blinken. Krass, das wusste ich gar nicht, die da in unserer Farbe blinken. Mhm. Wann ist das denn? Also Ernteaufträge, also Aufträge, die wo man ohne
blinken immer und wenn sie fertig sind, hören sie auf zu blinken. Dann schaut es eher aus, als wäre es eigenes Feld, aber dann kann man es abgeben. Das ist aber ein Mod. Das kommt von der Mod. Ich wollte gerade sagen, das ist doch nicht normal. Nee, das ist irgendein Mod. Muss jetzt bloß passen. Ich weiß jetzt auch nicht welcher, aber ich meine, ich hätte es schon mal gehört. Aber es kann eigentlich dann nur entweder ein Elki oder so. Ein Elki sein Mod. Also Mission Balance oder der neue Mehr Aufträge. Ja, das mit dem Mehr Aufträgen, das würde wenigstens also thematisch passen irgendwie, ne? Mhm. Was ist denn sonst noch hier? Ich fahre gleich über die Karte. Guck mal, was noch zu tun ist. Haben wir denn irgendwie, wir hatten noch ein Mähwerk irgendwann mal, oder? Ach hier, die Icons. Ich könnte ja auch hier Gras mähen. Ja, aber kein Traktor. Gras ist nicht hoch genug. Stimmt. Wir haben auch keinen Traktor hier, davon abgesehen. Ach so. Wir können Pferde reichen. Wenn jemand noch einen Traktor braucht, dann Tom hat ja den Überladewagen mit Traktor hier stehen lassen. Ah ja, stimmt. Aber ich glaube, ja, da steht der Hürlimann drüben. Wo? Feld 129. Ah, da. Da steht ja, auch bitte. Die neueste Errungenschaft. Guck dir das an. Junge. Alter Verwalter. Das kann natürlich sein, dass er jetzt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob er mit dem Dünger auskommt. Ansonsten muss man vielleicht nochmal ein neues kaufen. Also hier sind noch 8000 Liter drin. Wie viel hast du denn noch da drin? Ich habe jetzt noch 3,5 drin. Aber du hast den Düngerstreuer schon auf 45 Meter hochgesetzt, oder? Nö. Wieso nicht? Das sieht nicht realistisch aus. Also, das ist eine der wenigen Maschinen, liebe Zuschauer, die wirklich realistisch sind, die das kann. Aber und der sagt, das sieht nicht realistisch. Das sieht nicht realistisch aus, sagt er. Hammer. Bist du mit dem Sebastian verwandt? Teufelszeug, dieser Realismus. Teufelszeug. Wirklich, Teufelszeug. Das ist, ohne Quatsch, das ist irgendein Gehirnvirus, der sich so durchzieht. Das ist eine Seuche, die ist am um sich greifen. Und vor allen Dingen, Sebastian, sag mal, was sagen dir deine Schwiegereltern dazu, dass du realistisch Farming spielst, wo du das in der Realität haben könntest? Ja, aber nicht mit solchen Maschinen. Naja, aber wir haben hier ja auch, also du fängst ja auch klein an hier im Spiel. Der 1050 geht halt nicht sofort. Junge. Aber du hast in dem Unimog auf der Ladefläche schon Dünger drauf, ne? Natürlich. Wie viel hast du denn da noch? Oder wie viel hast du nicht mehr, sagen wir mal so. Ich habe jetzt nur noch 2600 drinne gesamt. Von den 7,5. Das ist hier doch ein Auftrag, oder? Das ist nicht unser Feld, ne? Das ist ein Auftrag. Ich komme mal zu dir rüber, ne? Ich mach schon mal die Plan weg, wa? Ja. Ist natürlich nicht realistisch, wenn ich jetzt hier so rüberfahre. Rüberfahren ist immer realistisch. Man könnte gerade meinen, du ziehst das ein bisschen durch den Kakao. Ja, das stimmt. Mach mich da so ein bisschen lächerlich drüber. Ist jetzt aber nicht sehr wertschätzend. Ja, stimmt. Die Realismus-Spieler haben ihre Daseinsberechtigung. Das heißt ja immerhin Simulator, ne? Ne, Platz, wie sagt man so schön, Platz ist in der kleinsten Hütte. Nur nicht bei mir. Jeder weiß, dass ich den Landwirtschaftssimulator dafür schätze, dass jeder das spielen darf, wie er möchte. Aber Randgruppen müssten diskriminiert werden hin und wieder. Ich sag da jetzt einfach mal nichts dazu. Sieht aber schon hardcore aus. Sag mal, Micha, kommst du nicht? Findest du nicht, dass es... Alles gut. Ich könnte es immer kaum glauben. Komm, ich schütte dir noch ein bisschen was um. Mein Gott, der Überladewagen, der hat vielleicht so ein bisschen...
Ja. Ich sag mal so, wenn wir zurückfahren, dann stellen wir den Unimog mit dem Düngerstreu einfach in den Überladewagen rein. Da können wir die Deckel immer noch zumachen. Ich wollte gerade sagen, das läuft bestimmt gut dann. Ich fahr mal zum Hof zurück, ne? Ich denke mal, damit wirst du wahrscheinlich hinkommen, oder? Ja. Das Ding hier auch. Weil ich gerade so in Fahrt bin, wer hat sich denn ausgedacht, dass dieses Beige auf dem Annaburger hübsch aussieht? Dies rosa beige. Hautfarben. Du meinst den Überladewagen? Mhm. Ich hab den standardmäßig so genommen, weil er von vornherein drin war. Echt? Glaube ich nicht. Ich hab nichts verändert an der Konfiguration. Dann stimmt was mit der Konfiguration nicht. Da müssen wir mit Tom nochmal sprechen, also mit dem Tömmli nochmal sprechen. Weil das ist ja. Oder ist der dreckig? Ne, dreckig ist der auch nicht. Eigentlich kommt der mit Orange daher oben drauf. Also mit dem Hirschfeld-Orange. Aber das hier ist ja wirklich hautfarben. Oder ist das gerade, habe ich einen Knick in Optik? Ne, das ist hautfarben. Vielleicht hat der Abfallentsorgungsbetrieb seinen Anhänger verkauft und du musst dich umlackieren. Ihr habt ja auch so eine Rauschnellleitung. Ja, heute ist ganz schlimm. Ja, das ist ein schwäbisches Rauschen, glaube ich. Wieso? Orange hat doch nur die Müllabfuhr. No, no, no. Die Verbindung bricht, glaube ich, ab. Eilmeldung: Die Schwaben haben die Verbindung zum Rest der Welt verloren. Ich glaube jetzt nicht, dass Orange der Rest der Welt ist, oder? Naja. Was ist immer wieder eine Freude, dass du dabei bist und mich daran erinnerst, dass unser CI nicht weit weg ist von dem der örtlichen Müllabfuhr. Das sind auch Männer, die man, ne, hier an der Stelle Grüße an die Müllmänner. Das sind bei uns in der Gegend tatsächlich extrem freundliche Kerle. Die haben meinen Kindern letztens noch gezeigt, wie das alles funktioniert und mit denen zusammen mal die Technik durchgetestet. Super. Das muss man auch erstmal haben. Ja. Ohne die sähe es ein bisschen anders aus bei uns. Ich wollte gerade sagen, denn wir hatten, als dieses Schneechaos hier war, hatten wir, da haben die tatsächlich einen Tag die Papiertonne abgeholt. Da waren natürlich die ganzen Leute schon völlig panisch. Oh nein, Papier, wir haben zu viel Papier. Ruhe bewahren. Papier ist nicht so dramatisch. Und dann haben die tatsächlich einen Tag danach irgendwann zwei Müllwagen bei uns im zentralen Dorfplatz gestellt. Und da konntest du dann dein Papier hinbringen, wenn du zu viel hattest, in Kartons verpackt. Und dann sind tatsächlich Leute hingekommen. Die haben die ganze Mülltonne in so einem Mini hinten drin gehabt. Und da sagt mein Sohn zu mir, Papa, der hat in seinem Mikroauto eine Mülltonne hinten drin. Ich sage, nein, das hat er nicht. Doch, Papa, hat er wirklich. Ich sage, Quatsch, da hast du was Falsches gesehen. Nein, hat er. Und dann gucke ich mich um mit Spanngurten und allem Zip und Zap hat der wirklich eine Mülltonne in sein Auto reingezwängt. Nöte am größten sind. Ja, dann werden die Leute kreativ. Unglaublich. Also alleine für diese Szene war es schon wirklich schön. Ja, liebe Zuschauer, wir machen jetzt erstmal die Folge zu Ende. Ich fahre hier sowieso im Moment erstmal nur den Überladewagen wieder zurück zum Hof. Ihr könnt ja mal eure schönste Müllstory in die Kommentare reinschreiben. Was war eure schönste Story mit Müllmännern oder mit Müll? Wir machen heute mal Ode an die Entsorgungsbetriebe, finde ich. Die werden, glaube ich, viel zu wenig beachtet. Und die sind so wichtig für uns. Lasst die mal eine Woche oder zwei Wochen keinen Müll abfahren, dann seht ihr, wie wichtig die sind. Na, dann sagen wir noch Tschüss für heute, würde ich sagen. Ja, tschüss. Tschüss. Und auch von mir alles Gute. Bye, bye und Ade.